Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Let's play Life Legacy. Und ja, heute stehen wieder ein paar Quests an und ich bin Level 300. Was ich nicht ganz verstehe, ich habe 2094%. Und wenn er sich auch jetzt fragt, warum verstehst du das nicht? Du hast jetzt Level 300 erreicht, dann kriegen halt alle, werden halt alle Prozente oben drauf geschlagen. Ja, das weiß ich. Ja, das ist ja bei 200 auch schon passiert. Aber die Level vor 300, also ich war gestern 297. Dann bin ich in der Nacht 298 geworden. Also da habe ich noch ein paar angefangen. Also da habe ich noch ein bisschen angefangen so mit den Dailies, bevor ich ins Bett bin. Und dann habe ich jetzt heute meine restlichen Dailies gemacht, also die ganzen Dungeons und bla bla bla. Mokomochis Hügel und das ganze Zeug. Und jetzt bin ich 300 geworden und habe 20 Mal Level 300 erreicht. Also ich habe jetzt quasi 2000% mehr. Und ich verstehe nicht, wie das möglich ist, weil davor hat es ewig lang gedauert und jetzt gefühlt in 5 Minuten 500% gemacht. Also keine Ahnung. Ein bisschen komisch, aber vielleicht kriegt man, vielleicht skaliert es dann einfach besser ab Level 300. Würde auch Sinn ergeben, weil sonst würde es ja irgendwann ab Level 500, würde es ja ein Level im Monat schaffen sonst. Wahrscheinlich deswegen. Aber trotzdem fand ich es einfach nur weird. Genau, so, wir sind Level 300 und können uns die 300er Belohnung holen. Und dann bei täglicher Aktivität, ich glaube, eine kleine Kleinigkeit, genau dreimal Ausrüstung verbessern. Die können wir vielleicht machen. Dann kriegen wir nämlich nochmal eine ganz gute Belohnung. Weil ich halt alles schon relativ gut verbessert habe, ne? Ja gut, was heißt Ausrüstung verbessern? Rüstungsupgrade. Oder zählt es das alles? Weil dann könnte ich nämlich ein paar Runen vielleicht in die Waffe einsetzen, weil das kostet nicht mal was. Außer die Runen. Ja doch, 10.000 seelengebundenes Penja. Gucken wir mal. Ob das jetzt als Ausrüstung verbessern zählt? Und es zählt nicht. Okay, dann ist wohl wirklich Upgraden gemeint. Wenn wir fehlen halt 5 Aktivitätspunkte, dann würde ich nämlich 800.000 seelengebundenes Penja und 8.000 magisches Pulver bekommen. Ah, ne, aber mein 3 Sternzeichen aktivieren haben wir auch noch. Let's go. Da machen wir natürlich das hier, das ist ja viel günstiger und einfacher. Achso, bye, never mind. Lieber was machen, wo wir noch nicht so weit sind, damit es auch klappt, falls es wichtig ist. Es zählt trotzdem, auch wenn es kein einziges Mal geklappt hat. Danke dafür. Let's go. Und zack. Belohnung abgeholt. Alright. Ja, dann müssen wir nochmal hin? Zum Besen und zu den Murmeln. Murmeln herstellen, haben wir wieder ein bisschen was. Zack, 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 zack. Wow, das hat länger gedauert, als ich erwartet hatte. Ich hatte eigentlich nicht so viele Pieces. War es nicht nur 12 Stück oder so? Aber vielleicht habe ich mich auch gerade vertan. Verguckt. Dreimal Gewandtheit, let's go. Einmal Stärke, einmal das und dreimal Intelligenz. Ey, ist unglaublich. Ah ja, genau, dann haben wir noch unsere neuen Standardkisten zum Öffnen. Zack, 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 zack. Und noch ein Sack Penja. Perfekt, bin auch wieder bei 20 Millionen seelengebundenem Penja und habe halt noch nicht Saint Doc gemacht. Das ist wirklich, Penja zu bekommen ist so einfach mittlerweile. Echt crazy, dass man am Anfang so gestruggelt hat. Aber mittlerweile fehlen mir alle Ressourcen. Außer Penja. Ist wirklich so, ist crazy. Hätte ich am Anfang nicht erwartet. Am Anfang dachte ich es genau andersrum. Aber gut. Ja, dann haben wir hier auch wieder ein paar Kristalle für unseren Besen. Und das war es auch schon wieder. Also der steigt auch gefühlt gar nicht mehr auf. Das hat uns jetzt nicht mal was gebracht. Ja. Aber wahrscheinlich deswegen, weil er jetzt plus 10. Und wenn er dann, sich dann verbessert, müsste er theoretisch zum magischen Besen werden. Und ja. Der sollte dann ja auch deutlich stärker sein. Genau, Werte haben wir auf jeden Fall, Attribute. Und ich werde nicht Wiedergeburt machen erstmal. Einerseits einfach aus... weil das heißt einerseits. Eigentlich einzig und allein aus dem Grund, dass jeder sagt, man soll es nicht machen. Und meine Meinung ist, man sollte nicht einfach nur das nachplappern machen, was andere Leute sagen. Aber in einem Spiel, wo ich wirklich gar keine Ahnung habe, weil ich es noch nie gespielt habe, sage ich mal... höre ich lieber trotzdem mal auf die Leute, weil die werden schon wissen, was sie sagen. Und du verlierst ja nichts, wenn du nicht Wiedergeburt machst. Du verlierst absolut gar nichts. Ja? Also ihr könnt Wiedergeburt machen, wenn ihr 300 seid. Ist jedem selbst überlassen. Ich werde auch weiter questen und so. Ich werde nicht stehen bleiben. Also ich werde immer probieren, weiterzukommen natürlich. Trotzdem. Und wenn ich irgendwann merke, okay, ich bräuchte jetzt trotzdem irgendwie einen Bonus, einfach nur durch die Level, einfach nur durch die Attribute oder so, ich komme sonst nicht mehr weiter, dann kann ich es ja immer noch machen. Und die Erfahrung sammelt man ja glücklicherweise auch weiter an. Das heißt, wenn du jetzt hier 50.000% hast, dann auf 300, dann bist du ja doch direkt 340 dann oder sowas. Also, wie gesagt, du verlierst ja eh nichts.
So, jetzt gucken wir mal, wie es mit magischem Pulver aussieht. Wahrscheinlich schlecht, wie immer. Oh, wobei. Wo kommt das ganze magische Pulver her? Ah, gut, okay, 52.000 noch. Ah, okay. Ja, wobei man sagen muss, ich habe einige Epics zerschreddert, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Stufe 1 Epics habe ich einige zerschreddert. Aber gut, die geben auch nur 2.000 each. Na ja, gut, aber wenn man davon 20, 30 Stück verballert, sind das auch schon mal 2 Skill-Level mehr, die man sich holen kann. Genau. Ansonsten bin ich für heute wirklich schon komplett durch. Ja, jetzt ist ja momentan im richtigen Fleiß das Erfahrungsevent, deswegen will ich das ja auch möglichst auf ein Minimum begrenzen. Und ich mache das eigentlich auch wirklich alles nur nebenbei, diese ganzen Dailies. Pets habe ich mittlerweile einige angesammelt, aber die können wir alle mal raus und uns mal gucken. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wenig. Und das ist echt crazy, wie wenig Herzen man jetzt dadurch bekommt. So, zersetzen. Na, gehen gar nicht alle rein. 4.500. Und zack, zack, zack. Und 1.300. Das war's. Und ich will gar nicht wissen, wie teuer es ist, einen Begleiter hochzuleveln, wenn er episch ist und keine Ahnung, Stufe 2 oder so. Also das will ich mir gar nicht vorstellen. Weil gut, hier sehen wir es ja. Ah ne, Moment mal, stimmt, wir haben einen epischen Begleiter. Ja, kosten 354, aber das ist jetzt halt auch erst auf Level 3, ne? Na gut, dann auf Level 10 vielleicht. Wird auf jeden Fall sehr teuer. Also mal gucken. Genau. Habe ich denn alles gemacht? Nochmal kurz ins Inventory gucken. Inventory wohl eher. Ah, Monsterbuch können wir nochmal reinschauen, ob ich da noch ein paar Orbs gefunden habe. Rises Garden sagt mir hier was an, aber hier braucht man 15 Stück each. Ja, das sind natürlich immer nur von den Daily Quests und so die Reste, die man da quasi, oder das heißt Reste, aber das Zeug, was man da quasi zusätzlich nebenbei ansammelt, genau. Ja, ansonsten ist mit der Gacha-Idee, ich weiß nicht, ob die Idee sich schon gespreadet hat, ja, ich hoffe es ein wenig, weil je mehr Leute hier mitmachen, je mehr Leute hier mitmachen, bei allen, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich das letzte Item bekommt. Und also ich persönlich, es hat sich noch keiner dazu geäußert, weder negativ noch positiv. Also ich persönlich bin der Meinung, dass man aus diesen Gachas, egal welche setzt, die besten, meisten Items und vor allem beim seelengebundenen Penya, das beste Zeug für sein Geld bekommt. Aber ich frage mich halt, wofür die anderen Leute ihr Penya ausgeben. Wow, ich habe nur noch 18.000 HP. What the hell? Alter, sind die stark. Holy moly. Einfach ein CS-Pad, das mich hier komplett niedermacht. Ich weiß halt nicht, wofür die anderen Leute ihr Penya ausgeben. Das ist wirklich die Frage, weil das ist das Einzige, was ich bisher gefunden habe. Natürlich, ich bin auch erst Level 300. Wo man wirklich sein Penya, oder zumindest sein seelengebundenes Penya, ich meine, gut, seelengebundene Dias kann man natürlich auch im seelengebundenen Dias direkt für Items exchangen. Ist natürlich auch ein bisschen teuer, je nachdem, was man sich kauft. Und der seelengebundene Dialaden ist ja begrenzt. Also es gibt jedes Item nur eine Handvoll mal. Gut, ist hier natürlich auch so. Aber bis die Items da leer sind, das dauert deutlich länger. Es sind immer noch welche da und das Event läuft schon wieder seit 2 oder 3 Tagen. Aber das ist die einzige Methode, zumindest beim seelengebundenen Penya, sag ich, wo man sein Geld wirklich meiner Meinung nach sehr effektiv einsetzen kann, weil du kriegst das ja eh hinterhergeschmissen durch Saint Doc und so und durch die Quests auch zusätzlich noch. Und da frage ich mich halt, wofür man es sonst ausgeben sollte. Kann halt aber auch wirklich sein, dass die Upgrades später und die Skills vor allem so schweineteuer werden, dass du wirklich 5-mal Saint Doc komplett durchfarmst und dann gerade so 2-3 Skills-Level abmachen kannst. Das kann natürlich auch sein, das ist die Frage. Aber ich meine, solange das noch nicht bei mir der Fall ist, werde ich mein Geld auf jeden Fall probieren, oder werde ich das Penny auf jeden Fall einfach in mein Material und sowas investieren, damit ich da möglichst viel upgraden kann mit. Also vor allem den Besen, die Kristalle, die Murmeln und alles, was es da jetzt so gibt hier. Murmeln, Kristalle, Orikalkum, Schriftrollen, bla bla bla. Ja, werde ich alles mitnehmen auf jeden Fall. Was meiner Meinung nach geschenkt ist. Ist es wirklich. Aber ich weiß nicht. Da es nicht so viele Leute machen, vielleicht auch wieder nicht, wer weiß. Naja. Oh, ins Auktionshaus. Dann gibt es noch die Fundgrube. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich im Hintergrund nicht drauf gehe hier. Dammit. Ich tausche jetzt auch meine ganzen Sachen für. Ich habe mir jetzt Champagner geholt, aber auch nur, weil es sehr günstig war. Ich werde mir jetzt hier wahrscheinlich auch nur noch Kristalle holen für den Besen. Weil ich auch den Tipp bekommen, dass der Besen sehr viel Kampfkraft gibt. Und ich habe es mir angeschaut. Da muss ich echt aufpassen. Das gibt's ja gar nicht. Die verschiedenen Besenstufen. Und es stimmt schon. Natürlich, auf solche Stufen kommt man nicht so schnell hier unten. Da muss man ewig viel upgraden. Aber was der Besen für Kampfkraft später gibt, das ist schon abartig. Am Ende gibt er über 1 Million Kampfkraft. Oder 1 Million Schaden, 1 Million Leben und so weiter und so fort. Das ist krank.
Wird natürlich auch gefühlt 100.000 solche Kristalle kosten, verschiedenster Stufen und Größen. Keine Frage. Aber ja, trotzdem. Also der Besen scheint eine ganz gute, sinnvolle Methode zu sein. Außerdem musst du den eh upgraden, weil sonst kommst du später gar nicht mehr in die Dungeons rein. Besenstufe 3 hatte ich ja schon das Problem, dass ich da teilweise gar nicht hätte mitgehen können, wenn wir gesagt hätten in dem einen Stream, wo wir ein paar Dungeons gemacht haben. Ja, machen wir das mal. Hätte ich gar nicht mitgehen können, weil ich meinen Besen nicht auf Stufe 3 hatte. Also, oh, Anführer Ripper. Hat gefühlt weniger Schaden gemacht als die normalen. Gefühlt. Selbst wenn es eine Falle ist, müssen wir hineingehen. Wir haben den Eltern gesagt, dass wir etwas tun und wenn wir versagen, machen sie sich selbst auf den Weg. Das ist die einzige Möglichkeit. Anführer Ripper, aber zum Glück nur zwei. Okay, das geht voll klar. Müsste voll klar gehen, wohl er. Genau. Muss aber sagen, ich habe jetzt meine Skills geupgradet und das macht halt echt kaum einen Unterschied. Also diese 1% pro Ding mehr, selbst wenn man wie jetzt schon weit über 1000 Schaden auch macht und so. Es ist nicht wirklich viel. Es ist wirklich nicht wirklich viel. Das Einzige, was wirklich rein donnert, sind ja die Crits. Vor allem bei der stärksten Fähigkeit. Das habe ich gemerkt. Also Crit-Rate ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Aber das war es dann natürlich auch schon wieder. Also der Rest ist wirklich nicht so... Ja gut, jetzt können wir ihn auch killen. Jetzt habe ich ihn schon fast down. Also der Rest, der reine Skill-Damage, vor allem von den kleineren Skills, der ist gefühlt so irrelevant. Das ist crazy. Es tut mir leid, wir können dir diesmal nicht helfen. Geh zum endlosen Turm. Ah, stimmt, der endlose Turm. True. Stimmt, das können wir heute auch noch machen. Haben wir ihn jetzt schon freigeschaltet oder kommt der noch? Nein, nein, den haben wir schon. Stufe 57 ist der Rekord. Da haben wir aber auch schon im Stream drüber geredet. Ja, es erinnert mich ein bisschen an Shakes and Fidget. Um ehrlich zu sein, aber gut. Abräumversuch 0 von 1. Da können wir noch einmal am Tag rein, oder was? Vorgeschlagene Kampfkraft 98.000. Ja gut, aber 98.000, also ich gehe auch in Sachen rein, wo über 100.000 vorgeschlagen ist. Das heißt jetzt nicht viel. Und Abschlussbelohnung, die kriegt man wahrscheinlich immer. Und wenn man es zum ersten Mal abschließt, kriegt man ganz gut Sternenstaub. Let's go. Aber wir haben im Stream drüber geredet und da meinte jemand, ich glaube nur Sashi war es, bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, er fand die Belohnung jetzt nicht so. What? Okay, die machen auf jeden Fall Damage. Yep. Oh mein Gott. What? Okay, never mind. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen können. Bei solchen Dingern muss man halt eigentlich alle Monster auf einen Punkt ziehen und dann töten. Weil man dann halt bei allen gleichzeitig Schaden macht. Man kriegt zwar auch mehr Schaden, aber dafür tötet man auch alles gleichzeitig. Ich fürchte, wenn ich alle pull, dann sterbe ich. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich dann sterben würde. War jetzt so 10 ungefähr wahrscheinlich nicht gepullt. Ja. Damned. Einen haben wir schon gekillt. Ah, okay, jetzt haben wir ein paar gekillt. Na gut, jetzt können wir mal alle pullen. Alle, die ich noch nicht habe. Oder auch nicht. Sagt er und droppt auf 15 KP. Was, das sind echt nur 12 Monster? Das kommt mir so vor, als wären das 40.000. 40.000, bibabo. So. Na gut, jetzt ist noch mal welche gestorben. Natürlich, die erste Fuhre hat natürlich gut Damage bekommen. Ja, also auf jeden Fall machbar, keine Frage. Aber schon deutlich schwerer, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Also ich... Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, das hat sie jetzt sagen, das wäre so einfach, das jetzt nicht, aber hatte ich jetzt ehrlich gesagt schwächer erwartet, ja, doch, doch. Woo! Let's go. Nächste Ebene? Hell no. I'm out of here. I'm out of here. Was kriegt man für die zweite? Kriegt man genau die gleiche Abschlussbelohnung. Die wird wahrscheinlich erst später ein bisschen besser. Interessant, interessant. Aber jetzt können wir unsere Sternzeichen noch mal ein bisschen angehen hier. Weil so viel war das gar nicht. Irgendwie gibt es alles so wenig physische ATK. Es gab doch eins, was mehr gegeben hat. 47. Hier. Ach, die Jungfrau war das. Legit? Wow. Wir haben es fertig. Wir haben das Sternbild fertig. Jetzt sieht man sie. Das hat man die vorher auch schon gesehen? Ja, oh, tatsächlich. Das im Hintergrund ist mir gar nicht aufgefallen, dass man das Sternbild, also dass es halt eine Zeichnung ist dahinter. Lol. Lost, Alter. Mächtig 500 gebundene Diamanten zur Aktivierung des nächsten Grades diese Konstellation benutzen. Warum steht bei Grad 2 einmal nötig? Wie einmal? Was bedeutet das? Oh!
Jetzt ist das grün. Ich schalte das jetzt mal frei. Okay. Also es gibt anscheinend, also es gibt verschiedene Grade, die vom Level abhängig sind und davon, dass du den vorigen Grad abgeschlossen hast. Aber wenn man einen Grad abgeschlossen hat, kann man ihn nochmal abschließen und gibt dann noch mehr Werte anscheinend. Interessant, ey. Damn. Okay, also auch ein ganz schöner Grind an der Stelle. Holy moly. Ich dachte jetzt, ich bin da mit einem ersten Grad durch, aber ne, da stand schon, dass mit diesem einmal, das sind sofort die Alarmglocken eingegangen. Wie einmal? Man kann es mehrmals abschließen. Damn. Es tut mir leid, dass ich nicht unterstützen kann. Wir wünschen dir viel Glück. Bitte komm gesund zurück. Hängendes Haus. Oh mein Gott. Ah, neuer Dungeon frei. Oh mein Gott, no way. Die hängenden Dungeons sind saustark. Achso, bei nee, in der Story sind sie immer abgeschwächt. True. Ja, stimmt, in der Story sind sie abgeschwächt. Was eigentlich sau kontraproduktiv ist. Weil die Viecher sehen genauso aus wie Mobs in WoW. Auch so Zentauren. Weil dann denkst du so, ah ja, den Dungeon habe ich schon in der Quest gemacht. Der ist sau easy. Gehst du mit zwei Leuten rein, die werden alle gewone-hittet. My bad, I guess. Also, ja. Not a big fan of that one. Aber zumindest, es sieht cool aus, auf jeden Fall. Es ist eine coole Location hier mit diesem in den Wolken, Wolkenschloss, whatever. Sieht cool aus. Definitiv. Oh ja, es ist sogar ein Flugschloss mit Propellern an der Seite. Let's go. Passt auf jeden Fall zum Fly for Fun Setting. Ich hatte das Spiel überhaupt nichts mit Fliegen zu tun. Oder zumindest das originale Spiel hat wenig mit Fliegen zu tun. Wobei das Spiel hat auch wenig mit Fliegen zu tun. Du fliegst nur zu den Dungeons und das war's. Aber so war das etwa damals. So, der Dude sieht chillig aus. Ach, das ist Jaken. Den habe ich noch nie gesehen. Das ist der World Boss von Garden of Rises, glaube ich. Der immer gelegt wird. Und Kaboosh. Oh nein, er hat geblockt. Oh mein Gott. Ich dachte, ich habe ihn jetzt safe schon tot mit der Fähigkeit. Ja. Cringe. Woo! Let's go. Komm schon, bitte eine gute Abschlussbelohnung. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Stufe 4 der Moll! Oh mein Gott! Oh. Ich hasse mein Leben. Oh man. Aber er war nicht gesegnet. Aber trotzdem unlucky. Hängendes Haus heißt es, okay. Oh Mann. Endlich, du hast die Kinder gerettet, aus wen wohl doch noch einige. Sprich mit Rio. Diesmal aktiviere ich es nicht, ja. Ich habe dazugelernt. Story Dungeon, hängendes Haus ist geöffnet. Achso, es ist ein Story Dungeon, kein hängender Dungeon. Achso, ich habe wegen hängendes Haus habe ich an hängenden Dungeon gedacht. Sollen wir mal probieren, wieder so standardmäßig? Vorgeschlagene Kampfkraft 392.000, ja, wahrscheinlich, oder? Jetzt guckt euch an, wie stark der jetzt plötzlich ist. Gerade eben haben wir die Viecher fast getushottet. Und wie viel Schaden die jetzt plötzlich machen. Jo, jo, schnell weg. Jo, wahrscheinlich. Aber, reingehen und abbrechen. Immerhin ein bisschen was. Ist mehr Penya und mehr Erfahrung, als ich vorher jeden Tag holen konnte. Immerhin bringt es so gesehen was. Aber ja, ist jetzt natürlich nicht so geil. So, dann schließen wir noch diese Quest ab. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute. Wie gesagt, dieses Wochenende habe ich jetzt nicht so viel Zeit für Life Legacy. Ich baue es mit ein, weil ich es auch echt enjoye. Genuinely. Aber muss dann auch mal wieder gut sein. Und nächste Woche können wir dann auch wieder im Stream spielen. Dann können wir mehr Dungeons machen. Die meisten von euch werden ja auch aufgestiegen sein bis dahin. Hoffentlich. Und dann können wir auch wieder vielleicht den nächsten hängenden Dungeon machen. Wobei der letzte, der war schon ziemlich... Nee, Moment, das war der Gruppendungeon. Ja, der letzte Gruppendungeon, der war schon ganz schön heftig. Mit der Weiß-Verdicue-Tante. Oder mit dem Boss aus dem alten Mars-Dungeon. War schon ganz schön crazy. Mal gucken, ob wir den nächsten überhaupt schaffen dann. Aber natürlich ist es besser, einen Teil von ihnen zu retten, als gar niemanden. Wir haben das Vertrauen einiger Eltern zurückgewonnen. Und hoffentlich gewinnen wir auch noch das der anderen. Und wir werden etwas für die Eltern tun, deren Kinder geopfert wurden. Was willst du machen? Ihnen die Kinder zurückbringen?
Ich glaube, Astaroth hat uns hereingelegt. Was meinst du? Er hat die Kinder getrennt und den Rest als Lockvogel verwendet, um uns abzulenken. Aber wo sind dann die übrigen Kinder? Vielleicht sind sie unterwegs zu Astaroth, während wir hier nicht weiterkommen. Es tut mir leid, dass wir nicht alle Kinder finden konnten. Mir auch. Und damit macht's kurz rein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.